herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von Staxel. Es begrüßt euch Milena. Hallo. Und Jamie. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, sehr schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir stehen hier im Sommer, im Regen. Es regnet, glaube ich, seit 2 oder 3 Tagen durchgehend. Ja. Also wirklich, es ist kaum zu ertragen. Mhm. Ich glaube, das Wetter ist im Frühling viel schöner hier bei Staxel. Ja. Also, was sollen wir euch sagen? Das Haus, wir waren richtig fleißig, für unseren neuen Dorfbewohner ist fast fertig. Allerdings ist mir doch tatsächlich etwas aufgefallen. Wir brauchen noch einen Kühlschrank. Genau, einen Kühlschrank. Und ich denke, ich renne jetzt hier seit Tagen auf den Markt und denke, wo bekommen wir das bloß her? Wir können ja schon mal uns auf den Weg machen. Ist hier soweit alles erledigt? Ja. Okay. Ich denke mir so, wo bekommen wir das alles bloß her? Aber einen Kühlschrank habe ich wirklich noch nicht gefunden. Wir haben alle Rezepte abgeklappert. Genau. Und bei Live waren wir auch unzählige Male. Mhm. Aber da ist nix. Wir haben einfach keinen Kühlschrank gefunden. Und dann nehmen wir doch einfach den von unserer Farm, oder? Den kann man doch ja eh nicht benutzen. Genau. Das machen wir jetzt einfach in der Hoffnung, dass der das auch... Das ist nicht irgendwie zählt. Ein bestimmter Kühlschrank, oder? Nein, ist kein bestimmter Kühlschrank. Achso, und wir haben auf dem Markt aber diesen Smellbug-Display gefunden, den wir für das Museum gleich 2-mal brauchen. Und das haben wir auch schon mal mitgenommen. Ja, das zeige ich gleich nochmal auf dem Markt, wie das aussieht. Der müsste da ja immer noch stehen. Wo bist denn du jetzt hin? Ich habe einen Kühlschrank geholt. Was denn sonst? Ach so, ich dachte, den hättest du schon. Nee. Okay, dann treffen wir uns gleich im Haus. Also so sieht der Spaß aus. Mhm. Ist irgendwie doch ganz schön riesig geworden. Ich glaube, wir brauchen beim nächsten Mal nicht so groß die Fläche ziehen. Also wenn wir jetzt für einen Bewohner was bauen. Mhm. Denn alleine schon nachher das Dach da oben fertig zu zimmern. Eieiei, das hat gedauert. Oder wir machen es beim nächsten Haus so wie hier bei dem Haus nebenan. Dass wir nur so ein halbes machen, weil oben ist jetzt viel zu viel Platz. Mhm. Oben kann wirklich noch irgendwann ein Schreibtisch mit hin. Aber wenn wir das Haus abgeben, dann haben wir da, glaube ich, nichts mehr drin zu suchen. Ja, so, dann platziere ich mal den Kühlschrank. Yep. In der Küchenecke. Hereinspaziert. So, wo denn am besten? Am besten hier in der Ecke neben dem Tisch. Oder hier gleich zu Beginn. Ja, aber da wäre ja das Fenster. Achso, ja, warte, dann mache ich das eben noch weg. Und dann platzierst du es da und ich mache den einen weiter. Ah, okay. Das ist doch die optimale... Oh, der ist verkehrt rum. Es tropft hier auch noch ins Haus. Ich muss gleich noch das Dach fertig machen. Aber das sieht irgendwie lustig aus. So, dann drehen wir um das Gerät. Ja. Wo ist mein Hammer? Da ist mein Hammer. Ich gehe dann schon mal gucken. Das wäre ja echt mega nice, wenn wir das hier heute fertig kriegen. Mhm. Ich habe nämlich tatsächlich alles schon besorgt. Toilette, Waschbecken habe ich zuletzt noch bekommen. Jetzt fehlt echt nur noch der Kühlschrank. Hast du ihn platziert? 3, 2, 1, fertig. Oh, hier steht Oskars Haus. Warum Oskars Haus? Heißt der dann... Oh, ja, tatsächlich. Okay. Wahrscheinlich stand da auch schon vorher Oskars Haus. Ich habe es einfach nur nicht bemerkt. Ja, alles fertig. So, genau. Und dann würde ich sagen, ich mache jetzt eben das Dach fertig. Mhm. Ich weiß ja nicht, was du noch machen wolltest. Aber ich wollte vorher jetzt noch mal was sagen, ne? Was total Lustiges. Obwohl, das kann ich eigentlich erzählen, während ich am Dach noch weiterzimmer. Mhm. Es muss hinten noch ein Stück fertig gemacht werden. Du wolltest Suppe kochen, glaube ich, ja? Genau, denn wir haben jetzt schon 10-mal Milch gesammelt. Und auch schon 12 Karotten ernten können. Hi, Warlen. Mir fällt gerade auf, dass ich hier gar nicht mehr aufs Dach komme. Ist das ärgerlich. Mhm. Jetzt muss ich mir wieder so eine Treppe machen von draußen. Die auch wirklich hübsch aussieht. Also, was ich sagen wollte... Oh, hier fehlt auf jeden Fall doch noch ein bisschen mehr Dach. Jamie hatte ja Geburtstag. Das habt ihr ja, glaube ich, alle mitgekriegt.
Ja, und dann hat er so ein paar Kröten natürlich jetzt bekommen, hat das alles zusammengespart. Und was hat er sich jetzt bestellt dafür? Ein HDMI-Switch. Hallo? Was ist das? Und wozu, also, und wozu braucht man das? Das ist ein Gerät. Jetzt kommt's. Pass auf. Wo man zwei Monitore dran anschließen kann und sechs Konsolen. Okay. Und dieser HDMI-Switch hat sogar eine Bild-in-Bild-Funktion. Ah, ja, ja, ja. Aber das mit dem Ton klappt noch nicht so richtig. Dafür muss man erstmal was mit der Bild-in-Bild-Funktion machen. Okay, also ihr wisst Bescheid. Ein HDMI-Switch ist, was ein jeder Neunjähriger heutzutage braucht. Hm. Oh, herrlich. So, ich muss da hoch. Hm. Dann werde ich das mal tun. Oh Gott, dieses Karottenschneiden dauert so ewig. Ja, deswegen wollte ich das jetzt nicht nochmal unbedingt aufnehmen. So, alles klar. Ich brauche dann auf jeden Fall noch ein bisschen was. Mhm. Und ich auch. Und ich weiß auch was. Zeit. Und vor allen Dingen, ich brauche das Dach auch nochmal verkehrt rum, fällt mir gerade auf. Aber dann ist es soweit. Mhm. Wir sind fast fertig. Jo, das ist doch toll. Also ich penne auf jeden Fall hier in diesem Haus, damit wir das fertig kriegen und dann noch schnell zum Bürgermeister gehen können am nächsten Morgen. Okay, ich glaube, ich lege mich schon mal schlafen. Oh, ich bin pleite. Oh. Wir alle sind, glaube ich, langsam pleite. Na gut, wenn ich am nächsten Morgen dann die Suppe gekocht habe, kannst du dir die aus dem Regal holen und das wird ordentlich Piepen einbringen. Okay. Vielleicht könntest du die mitbringen zum Haus. Denn ich glaube, ich 12 mal 300. Ja, ich glaube, ich schaffe es nicht mal ins Bett. Ich komme ins Bett. Ich muss ja jetzt auch noch hoch in den ersten Stock. Naja. Oh, das war knapp. Das geschafft. War ziemlich klapp. Knapp. Ziemlich klapp. Ja, ziemlich schlapp. Ah, herrlich. Ab heute sind übrigens Ferien. Juhu, juhu, juhu. So, kannst du da gefälligst mal runtergehen? Also ich nicht, ne. Nein, ich meine meinen Charakter. Ach so. Ärger mich doch nicht. So, ups, hoppla, das Dach ist geschlossen, wollte ich nur mal sagen. Mhm. Ich habe jetzt hier hinten allerdings keine Fenster mehr reingemacht, weil ist ja nicht unsere Bude, ne? Mhm. Sieht sowieso schon alles ziemlich nett aus. Ich kontrolliere nur nochmal. Mhm. Ja, Lampen sind auch drinne. Könnte ich schon fast einziehen eigentlich. Mhm. Aber hinten am Dach fehlt noch was. Ich muss mich da nochmal ganz schnell hochbauen. Das mache ich dann einmal schnell im Vorspulmodus. Genau. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, es ist soweit. Das Haus ist fertig. Das ist toll. Juhu. Kommst du dann hier hin? Mhm. Ich kontrolliere das eben nochmal. Oh ja, perfekt. Und dann bringe ich auch gleich die Suppe mit. Ja, das ist ja Wahnsinn. Mhm. Ich freue mich. Jo. Das nächste Mal muss es auf, oder darf es auf jeden Fall ein bisschen kleiner werden. Ich habe auch gerade ausgerechnet, wie viel das macht. Nämlich 3600 Piepen wären das. Ah, ja, ja, das ist cool. Kann ja das nächste Bauprojekt starten, und zwar das Museum. Mhm. Würde ich auch mal sagen. So. Du bist noch beim Haus? Ja. Mhm. Oh, das sieht ja schön aus. Ja, super geworden, haben wir toll gemacht, ne? Mhm. Du bist toll. Oh, nein, du bist toll. Wir. Wir sind toll. Schmeiß rüber jetzt. Ja, stell dich vor mich. Wobei bringt eigentlich eh nichts. Nee, vor allen Dingen, du schmeißt das wahrscheinlich hier gleich irgendwo in die Blümchen. Los, schmeiß raus, schmeiß raus. Los, 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 los. Warte! Warte! Ich bin ganz ungeduldig. Ich rupfe hier schon mal alle Blumen raus. Ja. Du schmeißt doch. Ja, er will nicht. Nach links raus geht nur. Nö. Doch. Weder noch.
Vielleicht nach unten. Hä? Steht hier schon ein Regal? Ja. Okay. Direkt beim Eingang. Dann machen wir es uns einfacher. Okay. Schade, dass hier ich nicht das auf, Regal. Ja, schade, dass ich nicht auf die Küchenablage stellen kann. Hui, 12-mal Karottensuppe. Mhm. So, such schon mal unseren Bürgermeister. Jo. Eieiei. Herrn Bürgermeister wurde geortet. Alles klar, dann führ uns mal hin zum georteten Bürgermeister. Oh, jetzt bin ich ja gespannt. Jetzt gibt es einen neuen Dorfbewohner. Mhm. Hier ist Maximilian. Max, altes Haus. Excellent work, Milena. Oh, thank you, Maximilian. Warum redest du auf einmal Englisch mit mir? Ja. Du alter Hauding. Eigentlich ist die Quest... Ach, vielleicht ist die Quest neu. Das kann sein. Nun ist das neue Haus komplett und ein neuer Villager will einziehen. Okay. Würde ich mal sagen, ja. I'm sure they'll have something special for you when they arrive. Ah, das wäre toll. Er denkt, dass er vielleicht etwas Spezielles für uns hat, wenn er ankommt. Oh. Wow, thanks. Okay, das war's. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Schade eigentlich. Ich wollte gerade sagen, also, okay. Ich wollte aber nochmal was ausprobieren, Jamie, denn nach einigen Updates sind hier so viele Neuerungen gekommen. Mhm. Lass uns mal nochmal mit ihm quatschen. Okay. Denn ich habe woanders gesehen, bei anderen gewissen Leuten, bei denen wir Staxel verfolgen, dass man jetzt einen richtigen Briefkasten hat, den man auch benutzen kann. Ja, du läufst gerade an Max vorbei. Nein, ich spreche mit Max. Ach so, doch. Ah, Milena. Just the person I wanted to see. Hm, alles klar. Okay. It's taken years of negotiation. But I've finally done it. Okay, keine Ahnung, was er will. Oder weißt du es? As of today, the postal service is adding us to their deliveries. Das sind aber auch Zungenbrecher hier. Also, ja. Wollte nur mal dazu sagen, Jamie wollte es gerne probieren, auf Englisch zu lesen. Ja. Okay, und? You need to set up this postbox to access your mail. Yes. Apropos Mail, habe ich eigentlich schon in meinem Briefkasten einen Brief? Naja. You could be getting mail already. Ja. We are ready, Max. Wir sind sowas von ready. Wir werden jetzt sofort zu unserem Haus rennen und diese Postbox, nein, und diesen Briefkasten dort platzieren. Los, naja, komm. Bei unserer Farm steht ja schon einer. Ja, das ist richtig, aber das ist nicht dieser hier. Dieser hier, der, den kann man auf und zu machen und da steckt ein richtiger... Wirst du gleich sehen. Hier, pass mal auf. Zack. Oh, falsch rum. Moment, ich muss ihn nochmal abbauen. Ja. Wir haben dann jetzt nämlich, ich weiß nicht, ob du schon... Oh, nein, 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 nein. Moment. Zack. Wir haben dann einen richtigen Posteingang. Ich weiß nicht, ob du das sehen kannst. Also bei mir kann man das schon wunderbar so spot. Aus. Aus. Oh Mann, ich kann nicht erkennen, ob der... Oh, jetzt ist er richtig rum. Dann? Oh, wonderful. Genau, jetzt können wir den nämlich anwählen. Und dann steht da alles auf Englisch. Hilfe. Dear Melina, congratulations. Your island has been randomly selected in our latest lottery. What? No way. Das kann ich mir leider nicht angucken. Obwohl es eigentlich meine Farm dann Moment, ist. Moment, Moment. Irgendwas, Lotto? Irgendwas mit Lottery ist hier am Start. Ich habe keine Ahnung, was hier steht. Mal, aber Moment mal. Wir machen einfach mal Claim Items. Ah.
Okay, wir haben 10 Blütenblätter gewonnen. Yay! Yay! Alles klar. So, ihr Lieben. So, ich baue den aber nochmal ab, dass der auch für mich zugänglich ist. Denn eigentlich ist das dann ja auch meine Farm. Oder? Ich glaube, du musst ihn nochmal selber ansprechen. Vielleicht bekommst du auch einen. Okay. So, wir werden das alles herausfinden, aber ein anderes Mal. Jetzt werden wir uns erstmal verabschieden und hoffen natürlich, es hat euch Spaß gemacht. Und ihr seid vor allen Dingen auch beim nächsten Mal wieder dabei. Schreibt uns gerne etwas in die Kommentare. Ansonsten, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Tschüss. Tschüss.